Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren neuen Projekt auf unserem Kanal. Und zwar spielen wir Haus Flipper. Ja, eigentlich nicht wir, sondern nur ich. Haus Flipper ist ein Spiel, das werde ich ganz alleine spielen. Genau, um was geht es? Ganz kurz, wir erfüllen Aufträge, wir helfen den Leuten, ihre Häuser wieder auf Vordermann zu bringen. Wir putzen, wir montieren, wir streichen, wir richten ein. Also das ist so das Grundprinzip. Das Hauptding wird dann später, also erst am Anfang müssen wir natürlich ein bisschen arbeiten, um Geld zu verdienen, aber später wird es dann so sein, dass wir uns ein Haus kaufen, das aufpäppeln und dann wieder verkaufen. Genau, also ein Spiel wie für mich gemacht. Maikondo hat das durch Zufall gefunden und hat gedacht so, ja, das ist perfekt für Mulenia und hat mir das Spiel eigentlich sofort gekauft und ich habe gedacht, okay, dann legen wir mal los. Ich werde die nächsten Tage auch vermehrt aufnehmen. Ihr bekommt dann die Parts allerdings etwas später zu sehen. Hat einfach den Grund, bei uns stehen jetzt die Sommerferien vor der Tür. Und da wisst ihr ja, dass wir dann immer recht wenig aufnehmen in der Zeit und immer ein bisschen vorproduzieren, weil wir ja eben in den Ferien recht viel unterwegs sind und da eben viel machen und nicht so wirklich zum Aufnehmen kommen. Deswegen werde ich Haus Flipper eben auch vermehrt aufnehmen und dann bekommt ihr das dann nach und nach zu sehen. Genau, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Ja, ich möchte starten. Das ist jetzt hier unser Büro. Beziehungsweise es wird unser Büro. Die Ladezeiten sind ein bisschen lang. Da, ja, werden wir uns, denke ich, dran gewöhnen. So, da sind wir auch schon. Willkommen bei Haus Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es, die Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ferner steht dir ein Laptop zu, deine Steuerzentrale. Okay, gucken wir uns gleich alles an. Jetzt machen wir... Huch! Die Maus ist aber empfindlich. Dabei habe ich die Empfindlichkeit schon so runtergedreht. Gucken wir nochmal eben schnell. Steuerung hier, Maus. Ich hatte die so... Die war auf 0,75. Ich mache sie jetzt auf 0,37. Oder wird die dann noch sensibler? Huiuiuiui. Okay, war die falsche Richtung. So. Oh, das ist aber träge. Nee, das ist mir zu träge. Dann machen wir die mal... Ja, gucken wir mal so. Ah, die ist wirklich extrem empfindlich. Also, damit kann ich dann ja nicht umgehen. Ja, ich brauche das ja mal so ein bisschen träger. Okay, so, wir gucken mal. Wir haben auf jeden Fall eine Minimap. Auf der sehen wir ein bisschen was. Also Dreck und so weiter und die einzelnen Räume. Man kann dann auch noch skillen, dass man noch mehr sieht, aber dazu kommen wir später. So, jetzt räumen wir hier erstmal den Müll weg. Ich muss sagen, mir ist die Maus immer noch etwas zu empfindlich. Ich stelle jetzt noch mal einen ganz kleinen Tacken runter. Okay, so, also wir haben jetzt hier aufgeräumt, dann können wir mal eben reingucken. Oh Gott, hier sieht es noch schlimmer aus. Ja, also hier sieht es auch wirklich, wirklich schlimm aus. Gedrückt halten, um aufzuheben. Ne, wollen wir nicht. Reinigen ist noch nicht verfügbar, also sauber machen können wir noch nicht. Aber wir können zumindest mal den Müll hier wegschmeißen. Ne? So, das haben wir alles erledigt. Genau. So, unser Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Genau. Gucken wir sofort erstmal hier noch ein bisschen den Müll wegräumen. Ich zeige euch noch das Badezimmer, das so richtig schön ist. Also, da geht man doch lieber in die Büsche wie auf diese Toilette, oder? Da kümmern wir uns später drum. So, genau, unser Laptop, da kriegen wir alles, was wir brauchen. Und zwar, Mails, hier haben wir einen Browser und hier können wir Energie sparen. Also ich denke, das ist dann der Knopf, um den Laptop zu verlassen. Unser Kontostand und das Datum und die Uhrzeit. Genau, also wegen dem Datum, Uhrzeit einfach nicht wundern. Ihr wisst ja, ich nehme jetzt gerade ein bisschen im Vorfeld auf, damit eben in den Sommerferien Videos kommen. Genau. Kurzen Schluck Kaffee trinken. Ist ja noch früh, wie ihr seht, ne?
Und da darf man noch Kaffee trinken. So, und dann gucken wir jetzt mal in unser Fach, unser Postfach. Hier haben wir ein Archiv, keine Nachrichten im Archiv. Ah ja. Wir gucken da mal rein. Betreff, mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Aha. Absender Sandra Ziegler. Guten Tag. Ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facepam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und aus Rache... Moment. Und aus Rache, diese aus Rache... Ah ja, und diese aus Rache verwüstet hat. Der Arsch hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Liebe Grüße, Sandra Ziegler. Okay. Jetzt ist, wenn wir auf Akzeptieren klicken, kommen wir sofort zu diesem Auftrag. Also wir werden quasi sofort zu dem Haus gebracht. Wenn wir auf Zurückgehen, dann bleiben die im Postfach. Die bleiben auch da. Also wenn wir später mehrere Mails haben, können wir uns dann tatsächlich für eine entscheiden und die nach und nach abarbeiten. So, aber damit wir was zu tun haben, würde ich sagen, den ersten Auftrag nehmen wir an. Und dann... schauen wir mal, was uns erwartet. Ich habe einen Mob erhalten. Yay, Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du direkt mit dem Mob reinigen. Das ist sehr schön, das brauchen wir. Also rechts haben wir jetzt unsere Übersicht. Und zwar den Fortschritt. Außen haben wir keine Aufgaben, aber Aufgaben in anderen Räumen. Also räume den Müll auf, reinige die Beschmutzung, montiere die Geräte. Das sind also unsere Aufgaben. So, dann gehen wir mal ins Haus rein. Ja, sieht hier sehr aus. So, jetzt kriegen wir immer pro Raum unsere Aufgaben an der rechten Seite angezeigt und eben auch Aufgaben in anderen Räumen kriegen wir auch angezeigt. Also so können wir dann immer gucken, was, ja, was eigentlich Sache ist, wo wir noch hin müssen, ob wir alles erledigt haben oder auch nicht. So, wir fangen mal an mit Dreck wegräumen, also den ganzen Müll wegräumen. Das ist eine Vase, das ist kein Müll, da komme ich nicht ran. So. Wie gesagt, man kann das später auch alles ein bisschen skillen. Dann hat man dann die Möglichkeit, man ist ein bisschen schneller, ne? Und so Dinge eigentlich. Also schneller, effizienter. So, jetzt müssen wir das gedrückt halten. Genau, das hier zum Beispiel kann man schneller skillen. Dann, ich habe schon ein bisschen mehr Spiel angeguckt, aber mehr kann ich dann auch gar nicht dazu sagen. Also ja, mehr habe ich noch nicht gesehen. So, jetzt gucken wir, dass wir alles wegmachen. Auf der rechten Seite sehen wir dann, wie die Prozente hochgehen. Also Müll haben wir 100% weggeräumt. Reinigen sind wir bei 73%. Man sieht ja auch noch, dass wir da einiges noch zu tun haben. So, du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Ja, jetzt kriegen wir unseren ersten Punkt, den ich gerade eben schon angesprochen habe. Und zwar mit Tab können wir auf unser Tablet zugreifen. Und hier haben wir quasi unsere Skill Sachen. Wir können hier einiges skillen, wie ihr seht. Ne? Das goldene Händchen, schnellere Montage und so weiter. Bauen, malen, Zerstörung, aufräumen, Verhandlungen. Das sind so unsere Skillbäume quasi. Das, was wir alles an Punkte verteilen können. Also, wir haben jetzt einen Punkt bekommen in dem Abschnitt aufräumen. Wir haben hier scharfsinniger Blick. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Das wäre also das für den ersten Punkt. Schnelle Händchen aufräumen um 25% schneller. Das ist das, was ich auch gerade schon angesprochen hatte, ne? Genau. Dann haben wir hier weite Reichweite. Guter Mob, ultra-hipper Mob und wirft den Müll in der Reichweite weg. Also man hat das schon... Ja, schon ganz gute Möglichkeiten. Neue Fähigkeit für 75 gereinigte Elemente weggeworfener Müll. Also es ist gar nicht so viel, was man da machen muss. Ich würde jetzt den
Punkt ins schnelle Händchen investieren. Denn ich denke, 25% schneller aufräumen finde ich ganz nett. Das gefällt mir. So, dann klicken wir hier auf Verbessern. Genau, und dann war es das auch schon. Dann haben wir jetzt hier 25% schneller. Dann können wir das Tablet verlassen und weitermachen. Ja, man sieht gleich, ne? Zack, 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 wird alles um einiges schneller. So, dein Tablet. Nun steht dein Tablet zur Verfügung. Drücke Tab, um es herauszunehmen oder wieder einzupacken. Mit dem Tablet kannst du Sachen kaufen. Das ist bei der Arbeit echt hilfreich. Gut, das Tablet hatten wir ja eben gerade schon. Das brauchen wir jetzt aber noch, denn wir müssen ja die Heizung montieren und kaufen. Allerdings würde ich doch ganz gerne diesen Raum noch etwas aufräumen. Auch wenn da irgendwie steht, wir wären schon durch mit Aufräumen, kann man hier nochmal die Tür richtig zumachen. Den Kessel mal richtig auf den Herd platzieren. Und stellen wir ihn dahin. Genau. Den Tisch. Also man kann eigentlich alles frei bewegen. Man kann schön scrollen mit dem Mausrad. Na, das ist also alles wirklich wunderbar. Mit Shift-Taste kann ich da schnell scrollen. So schnell will ich gar nicht. Ja, und ohne Shift-Taste ist es sehr, sehr langsam. Also da kann man schon sehr genau die Sachen ausrichten. Das finde ich sehr schön. Sowas gefällt mir ja immer sehr gut. Ich weiß gar nicht, steht der Tisch jetzt da richtig an der Wand? Das sieht irgendwie nicht so aus. Mal gucken. Nee, so steht der noch schiefer. Ne, der steht schon gerade, glaube ich. Okay. Das Ding hier können wir noch gerade hinstellen. Das steht nämlich auch schief. Genau. Stellen wir einfach hier hin. Und den Fernseher stellen wir natürlich auch gerade hin, weil wir ja vom Sofa aus gucken können, ne? So, damit wenn die Frau nach Hause kommt, hier wenigstens dann auch die Bude aufgeräumt ist. Na, ich denke so, so kann man schon mal leben. Das ist schon okay. Was ist gedrückt halten, um aufzuheben? Ach, die kann ich da auch wegnehmen. Ach, hier ist ein Dunstabzug. Hey, das habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Das ist ja echt super. Alarmanlage. Oh, ich kann Licht anmachen. Alles Dinge, die ich nur überhaupt nicht gesehen hatte. So, hier haben wir noch Bücher und also ein Buch und Kerzen. Die Kerzen stellen wir jetzt einfach mal. Nee, du stehst aber doof. Du musst jetzt hier, genau. Und das Buch legen wir jetzt einfach hier in die Mitte. Wunderbar. Okay, auch aufgeräumt. Ich denke, der Raum ist okay. Damit kann ich jetzt leben. Den kann ich guten Gewissens ja, wieder verlassen dann. So, wir gehen jetzt hier unten in den Shop und wir brauchen eine Heizung. Heizung finden wir unter Anschlüsse. Und zwar brauchen wir hier die hier. Genau, die passt nämlich daran. So, dann können wir die jetzt platzieren. Ja, also zum Bezahlen und Hinstellen kann ich die jetzt, drücke ich jetzt die Maustaste. Genau. Also wenn ich dann merke irgendwie, oh, ich habe die falsche, dann kann ich auch wieder zum Shop zurück. Das ist ganz, ganz nett. Also man tut nicht unbedingt was kaufen, was man nicht braucht. Das ist ganz nett. So, das Montieren ist relativ einfach. Ich habe das auf, ich glaube, Schwierigkeit auf Normal. Da gibt es wohl noch einfach und schwer. Ich finde, denke, Normal ist für uns genau das Richtige. So, jetzt haben wir hier alles erledigt. Wir könnten jetzt den Auftrag abschließen, denn wie ihr seht, da oben bei minimaler Fortschritt, da sind wir drüber hinaus. Da haben wir eigentlich schon ein bisschen mehr erledigt, also würden wir jetzt quasi das Einkommen 530 Euro würden wir jetzt bekommen. Ne? Wir gucken jetzt aber noch in die anderen Räume. Hier geht es aber nicht in den Raum, hier geht es nach draußen, wie wir auf der Minimap sehen. Wir gehen jetzt mal hier rein. Hier haben wir ein Badezimmer. Ja, es sieht sehr eklig aus. Deswegen machen wir hier auch noch ein bisschen sauber. Das ist auch, glaube ich, alles, was wir hier machen müssen. Genau. Den Dings nehmen wir noch. Den stellen wir hier in die Ecke. Genau. Mit Shift und R kann man den dann recht schnell drehen. So. Ja. Ja. Ich denke, passt. Kann man so lassen. Vielleicht sollten wir hier nochmal das Fenster aufmachen. Bisschen lüften. Und dann wieder zumachen. So. Dann haben wir hier ein
Schlafzimmer. Nein, warte, ich brauche den Mob. Reinige die Beschmutzung. Wo haben wir denn noch Beschmutzung? Ich habe... Ach, da. Das habe ich nämlich nicht gesehen. So, jetzt sind wir komplett fertig. Jetzt haben wir die ganze Wohnung gemacht. Also das ganze kleine Häuschen haben wir hier auf Vordermann gebracht. Wir können jetzt den Auftrag beenden. Und für die Sachen, die wir jetzt extra gemacht haben, haben wir 655 Euro bekommen. Also nochmal ein 100er oben drauf. Und ja, es lohnt sich einfach, diese Dinge mitzumachen, finde ich. Ne? Okay, dann drücken wir jetzt Enter. Und dann 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655 Euro abschließen. Der Auftrag ist nicht abgeschlossen. Möchtest du ihn wirklich zu Ende führen? Ja, das steht unter jedem. Hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht so, hä, ich habe den doch fertig. Das ja, steht einfach unter jedem Auftrag. So, dann haben wir jetzt unser Geld bekommen. Jetzt gucken wir mal. Hallo? Die Ladezeiten, wie gesagt, sind schon relativ hoch. Aber das soll uns nicht weiter stören. Okay, so, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich finde es sehr angenehm mit dieser trägen Maus. Finde ich sehr, sehr angenehm. Gefällt mir. So, jetzt putzen wir hier noch ein bisschen. Denn einen neuen Auftrag anzunehmen, würde sich nämlich jetzt überhaupt nicht lohnen. Deshalb machen wir jetzt hier gerade mal ein bisschen sauber, damit wir uns hier auch wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber ich scheine einen männlichen Charakter zu spielen. Denn die Arme sind doch sehr behaart. Also ich glaube, das kann nur ein Mann sein. Gedrückt halten und auf Gegenstände transportieren ändern. Ah ja. Nein, das will ich nicht. Ich will das gar nicht transportieren. Ach, das kann ich auch reinigen. Oh, guck mal einer an. Da wird es doch hier gleich viel wohnlicher. Oder? Dann schauen wir doch mal im Badezimmer, was wir hier ausrichten können. Oh, ich fürchte, da müssen wir neu kaufen. Das wird nichts. Ich meine, ne. Das wird wohl nix. Da hangen gerade Spinnweben. Ich kann eine Heizung kaufen, ja, aber ich will im Moment gar nichts kaufen. Wo wir natürlich auch diesen Raum hier fertig machen für uns, ne? Nach und nach. Man könnte natürlich das jetzt schon alles machen, ein bisschen Geld investieren und so, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das Richtige ist, das jetzt schon zu machen. Wobei mir das schon wichtig ist, ne, dass ich ein ordentliches Büro habe. Denn ich scheine hier zu schlafen. Das finde ich schon sehr... So, dann gucken wir mal. Also, wir haben auf jeden Fall zwei neue Mails. Hallo? Der will mir das aber nicht öffnen. Doch, jetzt. Also, wir haben zwei neue Aufträge. Das ist sehr, sehr schön. Wir werden jetzt aber erstmal an dieser Stelle den ersten Part Hausflipper beenden. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich bin ja sehr gespannt, wie weit das noch geht, was man später dann auch mit den Häusern, die man kauft, anstellen kann. Ich hoffe recht viel. Wir werden sehen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne liken, teilen und kommentieren. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Also, bis dann. Ciao, ciao.